Ja, willkommen bei einer neuen Folge von Cox Kitchen. Ich habe euch letztens versprochen, dass wir aus den Erdäpfeltag was machen. Und das werden wir heute auch tun. Wir machen uns Kramiknädel. Und bevor wir mit den Knädeln überhaupt anfangen können, machen wir uns einmal eine Fülle. Denn es ist nicht damit abgetan, dass man einfach die Krameln einfach so einfüllt, sondern wir brauchen eine geschmackige Fülle dazu. Und lassen uns einmal ein bisschen Speck aus. Zu dem Speck habe ich gleich ein bisschen Chili dazugegeben, ganz wenig, gerade ein bisschen eine leichte Unterstützung, soll es sein vom Geschmack her und nicht zu scharf werden. Den Speck lassen wir uns ein bisschen anlaufen, geben wir die Krameln gleich dazu. Es braucht kein Fett dazugeben, denn Speck und Krameln sind fett genug. Und das Ganze, dass wir ein paar Mal langsam ausbraten lassen. Können gleich ein bisschen Salz dazugeben. Aufpassen, denn der Speck ist würzig. Die Krameln haben wir jetzt schon ein bisschen fett lassen. Sind schon gut angebraten. Und jetzt geben wir die Zwiebel dazu. Und werden das weiter noch rösten. Krameln und Speck sind jetzt schon fast knusprig. Jetzt geben wir Knoblauch dazu. Den darf man noch ganz kurz mitschwitzen. Und zum Schluss geschnittene Petersilie und Majoran. Das Ganze weg vom Feuer. Und jetzt schmeckt man das Ganze ab. Ein bisschen Pfeffer noch dazu. So, jetzt ist gut drin. Die Mischung geben wir uns jetzt auf ein Küchenpapier. Das uns ein bisschen das Fett aufsaugt. Damit die Masse weiter verarbeitet werden kann, muss sie kalt werden. Denn wir müssen uns davon kleine Kugeln formen. Das heißt, ich lasse jetzt heraus und mal kurz überkühlen und stelle sie noch in den Tiefkühler, damit sie anzieht. Die Masse ist soweit abgekühlt, dass wir uns jetzt hergehen können und kleine Knödel uns formen. Einfach ein bisschen zusammendrucken. Und so passt das schon. Die Größe könnt ihr variieren, ob ihr größere Knödel haben wollt, kleinere Knödel haben wollt. Das bleibt ganz euch überlassen. Die Füller haben wir jetzt vorbereitet. Den Erdäpfeltag. Habt ihr eh gesehen, wie man den macht. Und jetzt machen wir die Knödel draus. Ein bisschen Stärke, damit es nicht so pickt. Dann haben wir ein Blech hergerichtet, wo ich nachher die fertigen Knödel draufsetzen kann. Damit es ein bisschen leichter ist für mich, gehen wir mal her, da wir die Masse mal teilen. Und schneiden wir uns einmal einen Stickel runter, mit dem wir da unsere Knödel machen. Einen Knödel formen, ein bisschen auseinanderdrucken, Fülle nehmen und das Ganze einfach umschließen und schöne Knödel draus dran. In der Zwischenzeit haben wir schon Wasser zugestellt, damit wir nachher die Knödel gleich kochen können. Die Knödel sind fertig dran. Das Wasser ist fast am Kochen.
Wir tun es jetzt nochmal gut salzen. Und im Endeffekt einmal kurz noch dran und einlegen ins Wasser. Am Anfang sollte das Wasser kochen, das ist schon zu viel, aber im Endeffekt muss der Knödel einfach dann nur mehr gar ziehen. Wenn alle Knödel drinnen sind, brauchen wir dann nur mehr warten, bis sie oben schwimmen, weil dann sind sie gar. Alle Knödel sind jetzt einmal drinnen. Wir lassen das Wasser jetzt einmal aufkochen, drehen es zurück und lassen die Knödel wirklich nur mehr ziehen. Die Knödel habe ich jetzt 10 Minuten gezogen, das heißt, sie sind fertig. Jetzt geht es ans Anrichten. Wir werden es jetzt ein bisschen Butter aufschäumen und versetzen die dann mit ein bisschen gehackten Petersilie. Und richte unseren Grammeknödel auf einen Krautsalat an. So, die Butter schäumt schon auf. Wir werden es gleich mal ein bisschen salzen. Warten wir, bis es ein bisschen Farbe kriegt. Nehmen wir uns ein Knödel raus, das Laub tropfen lassen, schwenken es in der Butter durch. Die Petersilie drauf. Aufs Kraut setzen, bisschen Butter da, fertig. So, fertig ist unser Grammeknödel auf einen Krautsalat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit. Danke fürs Zuschauen. Baba!